Die Nordsee ist ein Erlebnis für alle Wasserfans. Hier kann man in der Brandung surfen, beim Kitesurfen abheben, an den langen Stränden baden und das Phänomen der Gezeiten bei einer Wattwanderung erleben. Was ich in der Hand habe, das ist der Sandpierwurm. Dieser Sandpierwurm lebt hier unten im Boden in dieser sauerstoffarmen Schicht und hat einen Anfang und ein Ende. Ganz klar kann man hier nämlich gut erkennen. Dieses dickere Stückchen hier, an der Stelle saugt der Wattwurm den Sand an. Und hier am Ende, das scheidet den Sand wieder aus. Drei Küsten, drei Wetter. So abwechslungs- und erlebnisreich können Bade- und Erholungsfreuden in Butjadingen, Deutschlands größter Halbinsel, sein. Dank seiner exponierten Lage ist es gerade das, was das Land so interessant macht. Unter dem Einfluss eines etwas frischeren Westwindes lernen die Besucher den Reiz des Jadebusens schätzen. Mit ihren Nordseebädern und Dörfern bietet die Halbinsel Butjadingen Abwechslung und Erholung für jedes Alter und zu jeder Jahreszeit. Das Nordseebad Bohrharve bietet maritime Beschaulichkeit und Abwechslung zugleich. Direkt am Meer gelegen, steht im Sommer das Strandvergnügen ganz hoch im Kurs. Wir haben hier seit 15 Jahren ungefähr diese Pazifik-Auster hier, die man auch so teuer bezahlen muss. Und hier bei uns an der Nordseeküste gibt es alles umsonst hier. Tische reichlich gedeckt hier. Direkt hinter dem Nordseedeich, nur 200 Meter vom Sand- und Grünstrand entfernt, liegt das neu errichtete Feriendorf Seepark Bohrharve. Mit rund 100 Ferienhäusern und mehreren komfortablen Ferienwohnungen unter Ried ist die Anlage ausgestattet. Die behaglich und familiengerecht ausgestatteten Ferienhäuser bieten im Erd- und Obergeschoss Platz für bis zu 6 Personen. Durch die Südwestlage des Seeparks haben sie Sonne bis zum Abend. Die gemütlichen Ferienwohnungen im Reeddachhaus sind mit 2 Schlafräumen und mit einem bequemen Schlafsofa im Wohnraum ausgestattet. Ein Balkon gehört ebenfalls dazu. Hochwertige Unterhaltungstechnik steht den Gästen sowohl in den Ferienwohnungen als auch in den Ferienhäusern zur Verfügung. Besonders für Familien mit Kindern ist diese Ferienanlage ein Top-Reiseziel. Die kleinen Gäste sind die Stars im Seepark Bohrharve. Direkt neben der Ferienanlage erwartet das Kinderparadies Spielscheune die jüngsten Gäste. Zahllose Highlights bietet dieser Indoor-Spielplatz. Fun ohne Ende und das zu jeder Jahreszeit. Ihre Kinder werden begeistert sein. Michael Schumacher hätte seine wahre Freude, wenn er seinen Nachwuchs auf der übergroßen Carrera Autorennbahn bestaunen könnte. Der Clou in Bohrharve jedoch ist die einmalige und einzige Nordseelagune, das blaue Wunder an der Nordsee. Unabhängig von den Gezeiten können die Gäste hier baden und ihren Urlaub genießen. Weitläufig angelegt bietet die Nordseelagune für jeden Gast etwas Besonderes. Große Sandstrände und Spielbereiche sind um diesen Salzwassersee angelegt. Die Kleinen können an den flachen und sicheren Strandabschnitten baden, den Abenteurerurlaub erobern, Staudämme bauen und endlich echte Piraten sein, während sich die Eltern im Strandkorb sonnen. Auch Sportbegeisterte kommen voll auf ihre Kosten. An der Wassersportschule kann jeder Surfen und andere Wassersportarten erlernen. Doch zurück zur Ferienanlage. Bei schlechtem Wetter lädt ein großzügiger Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad und Solarium zur Erholung ein. Für die kleine Wäsche zwischendurch steht ein Waschsalon mit Waschmaschinen und Trocknern zur Verfügung. Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten sind in der Ferienanlage und in der Nähe zahlreich vorhanden. In der näheren Umgebung gibt es viel zu entdecken. Da wäre in unmittelbarer Nähe der beschauliche Hafen von Peddavadasil. Aber auch Ausflüge kann man von hier unternehmen. Wie wäre es mit einem Tagesausflug nach Cuxhaven?
Hier gibt es gute Shoppingmöglichkeiten. Und eine Wattwanderung oder eine Fahrt mit dem Wattwagen gehört zum Cuxhaven-Besuch auf jeden Fall dazu. Im Seepark Bohave kommt mit Sicherheit keine Langeweile auf. Auf dem Deich kann man sich sportlich betätigen. Radfahren oder Joggen bieten sich geradezu an. Machen Sie Urlaub an der Nordsee, auf der Halbinsel Butjadingen. Das Team vom Seepark Bohave freut sich auf Ihren Besuch.